Hallo Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 2. Ich mache einfach genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, denn mein Bruder war so nett und hat sich hingestellt und hat immer mal so ein bisschen Gold durchgecraftet und das dann hier mit in den Crafting Table schon fertig reingelegt und Lava Generator richtig viele. Richtig viele. Okay, Eisenblöcke haben wir auch noch ein paar. Und diese ganzen Lava Generatoren, die kann ich jetzt schon mal alle weiter umcraften zu so einem Vierer Lava Generator und die kann ich jetzt bereits alle wieder hierhin platzieren und jetzt wird die Lava natürlich nicht mehr ausreichen. Oder? Reicht die etwa? Okay, na gut, ist auch nicht schlecht. Trotzdem will ich heute die Lava-Produktion erhöhen. Mit diesen super vielen Lava-Teilen. Dieses Dings hier hat auch fertig, ganz cool. Dieses Dings hier, ich drücke mich so verständlich aus. Zwei Lava-Gens haben wir noch übrig. Die werfe ich einfach mal mit hier in eine Truhe rein. Oh, wie viel die halt einfach produzieren? 800.000 RF, ja. Was haben, wo sieht man eigentlich genau den Output von denen? Sieht man doch bestimmt irgendwo. Wenn man den drüber geht? Nicht? Okay. Ja gut, dann sieht man das halt nicht. Ich denke einfach mal, die bringen was. Denn diese Kabel hier sind immer voll. Okay, das ist cool. Ja, was ich heute machen will, es gibt da so einen coolen Stoff, der heißt Protium oder sowas. Und dazu braucht man diesen Dust. Dafür braucht man Blaze Powder, kein Problem, Redstone, kein Problem und Sulfur. Sulfur ist das größte Problem. Für Sulfur brauche ich Netherrack. Wie bekomme ich jetzt Netherrack? Genau, indem wir... Warte, wo ist mein Lava einfach? Ist... Na super, wieder richtig schön gefällt. Ich wollte sagen, indem wir in ein Eimer Lava Redstone reinschmeißen. In eine Barrel Redstone reinschmeißen. Einfach nur so, genau. Und das ist ziemlich cool und voll praktisch, denn somit kann man richtig easy Netherrack bekommen. Und, also wie viel Netherrack genau brauchen wir? Dafür. Hier, genau. Warte, wo war's? Hier gab's es doch irgendwo. Relativ easy. Ja, okay, ich muss das hier nehmen. Oder ich nehme das. Also, eins von beiden. Da ich aber keine Blaze Rods habe, vermute ich eher das. Rein, da rein, jetzt noch raus. 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 Rein. Nicht, ist leer. Okay. Das heißt 8 Netherrack. Und jetzt brauchen wir einen Pulverizer. Das ist das nächste Tolle. Der Pulverizer. Genau. Dafür brauchen wir Pistenflint, das ist kein Problem. Copper Gear, dafür brauchen wir Eisen. Copper. 1, 2, 3. Passt doch hier perfekt. 8 Copper, 2 Iron. Außerdem noch ein Iron für den Pisten. Und hierbei brauchen wir ein Gold. Okay, Gold habe ich hier im Inventar. Und jetzt dieses Teil. Basic Machine Frame. Da gab es gerade ein anderes. Okay. Loose Glass. Ja, ich wette, da gibt es irgendwie so viele. Machine Frame Basic. Nehmen den Basic Machine Frame, denke ich mal. Beginne ich mal zu craften. Holz. Da. Oben hin Cobblestone. Halt. Dann Redstone, Eisen, natürlich genau andersrum.
So. Und das hat gestimmt. So, ein Pisten. Flint, okay. Ja, dem. Jetzt das Eisen. Und das Copper. So. Zwei Copper Gears. Dieses coole Dings ein Gold rein. Redstone, Redstone. Dann haben wir das. Und jetzt fehlt noch der Machine Case. Basic Mesh. Ach ne, Basic Frame. Machine Frame. Ja. Machine Frame. Basic. Wo ist er hier? Das heißt, ich brauche ein Tin Gear. Eisen. Tin. Tin habe ich hier drüben bestimmt noch irgendwo rumliegen. Tin, Tin, Tin. Wo ist das Tin? Tin. Oh, habe ich überhaupt nicht viele. Das ist aber nicht so toll. Zum Glück brauche ich nicht so viel davon. Dann brauche ich Eisen. 1, 1, 2, 3, 4. Oder warte, waren noch 4 hier? Ja, genau. Und Glas draußen rum. Glas ist hier noch genau perfekt. Genügend drinne. Also ein Tin Gear. Dann Eisen in Ecken. Und Glas drumherum. Dann haben wir dieses coole Viech. Und jetzt wollten wir den Pulverizer. Das da. Ding. Blind. Zwei Stück. So. Das da rein. Oben der Pisten. Und hier die zwei Copper Gears. Und damit haben wir den Pulverizer. Pulverizer an Energieversorgung anschließen. Mache ich einfach mal drüben. Kommt der? Ja, bekommt der. Sehr schön. Und den Netherrack rein und hoffen. Cool. Hier kann man super viele Sachen machen. Und hoffen, dass Sulfur rauskommt. Rauskommt, denn davon brauchen wir was. Was kann man eigentlich damit machen? Crushed Netherrack. Oha. Oh, du kannst da kann man ja richtig geilen Stuff rauskriegen. Oh geil, zwei Sulfur. Cool. Zwei Sulfur, drei Sulfur. Ich brauche unbedingt mehr Nässe. Ist ja mega oben hier. Okay, ich glaube, das ist ganz gut. Was kann man damit machen? Das kann man bestimmt auch sieben. Ja, dann. Nee, das ist Chisel. Ach, egal. Kam nichts weiter Gutes raus. Aber was ich jetzt mache, ist Kohle durchcrushen, denn von diesen Crushed Coal Teilen brauche ich auch ordentlich was. Kohle rein. Genau. Und jetzt stelle ich einfach wieder ein bisschen mehr Netherrack her. Hol mir wieder hier drüben eine Barrel und dann rein und Redstone und so weiter. Ihr kennt das hier. Die Barrel nehmen, hier hinstellen, obwohl die da vielleicht ein bisschen ungünstig steht. Weil ich da garantiert runterfallen würde. Oh, das geht natürlich auch. Die Idee ist auch cool. So macht das Spaß. Wie viel machen wir uns erstmal an einen Stack? Haben Stack? Ne, so lange bis das Red Zone alles, würde ich sagen. So cool. Wie diese Lava drüber einfach sinkt. Guckt euch das an, in dieser Barrel. Okay. Oh nein, ich habe eine Lavaquelle zerstört. Essen. So, hier hat es schon ein bisschen Zeug raus. Oh, da bekommst du auch Sulfur, cool. 6 Sulfur, das ist schon mal ein bisschen was. Aber noch lange nicht genug. Redstone und Blaze Powder. Von dem Blaze Powder habe ich auf jeden Fall genug. Redstone nehme ich mir auch schon mal was. Und Sulfur, der Sulfur ist halt das größte Problem.
Aber durch das Pulverizen von dem Netherrack und der Kohle bekommt man dann doch ein bisschen was raus. Und das kann ich dann verwenden. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wozu es gut ist. Aber es wird auf jeden Fall ungemein helfen. Ich crafte jetzt hier einfach schon mal das erste Dings davon. Kohle, Redstone, Sulfur und so weiter. Also Kohle, Redstone, Sulfur und Blaze Powder. Genau, und dann haben wir das erste davon. Und ich glaube, um das zu bekommen, genau, musst du das in die Smeltery reinschmeißen. Und ein so ein Teil bringt 100 Millibuckets. Okay. Also muss ich, ich schmeiß einfach alles rein. Hier ist hier jetzt wieder zusammengekommen. Wieder zwei Stück, cool. Das ist voll wenig. Schmilzt es? Ja, oh, es muss schneller gehen. Ja, genau so etwa. Das Zeug ist fast durch. Das heißt, es sollte in die Smeltery kommen. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet und kann das dann mit einem leeren Eimer einfach rausnehmen. Denn zu einem Block härtet das ja nicht. Ich werde einfach mal hier diese Transfer Node für die Items abbauen. Und dann warten, bis hier ein bisschen mehr drin ist. 1000 Millibucket brauche ich davon ja. Nochmal gucken, was der Pulverizer macht. Aha, wieder 15. Cool. Wieder 5. Das heißt, hier rein. Redstone. Kohle. War das so? Ja. Boah, ich habe mir das Rezept gemerkt. Bin voll gut. Und jetzt einfach das Zeug hier wieder reinschmeißen. 1400 Millibuckets sind es. Jetzt mache ich Rechtsklick und verdammt, man kann es nicht mehr. Wie kriege ich das jetzt hier raus? Das ist die Frage. Wie kann ich das hier rausziehen? Probier mal, ob ich mir so eine Liquid Node einfach klauen kann. Und jetzt hier vorne das rausziehen kann. Nee, kann ich nicht. Hallo? Bitte? Nur ein bisschen. Okay, dann ist offensichtlich. Wie kriege ich das jetzt hier raus? Kann ich das hier abbauen und dadurch irgendwie ersetzen? Durch so eine Liquid Node. Das hier dran setze. Oh ja. Jetzt kommt das hier rein. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt hier raus? Da brauche ich ein Magma Crucible Blue Transposal. Fluid Transposal. Blue Transposal. Yippie, ich brauche Tin. Ach kommt schon, Leute, das ist nicht euer Ernst, ne? Okay, ich brauche Tin. Tin habe ich hier bestimmt in irgendeiner Kiste drinne. Total viel und weiß es nicht. Also. Tin. Tin. Hey, Tin. Escape, hallo, funktionierst du noch? Ja. Ich würde sagen, ich mache mir einfach mal ein bisschen was an Tin. Schmeiße ich das hier rein. Und nein. Nein, ich hab das Zeug zerstört. Das Prometum-Zeug. Ach, verdammt. Okay, Fluid Trends. Boah, leeren Eimer, wieder das Zeug. Copper. Ich muss jetzt niemanden mit Haus lernen. Das ist ja schlimm, das ist nicht auszuhalten mit dem ganzen Schrott. Was da alles drin ist, echt. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das lasse ich mal drin. Jetzt, okay. Glas habe ich noch. Außer das Tin, das fehlt noch. Das sollte kein Problem. Ja, das ist fast fertig. Tin, Ingots, oha, ja, das ist gleich mit. Oh, wir haben noch ein paar. Dann ist alles gut. Okay, also zuerst mal wieder so ein Tin-Gear, was wir für den Basic
Frame brauchen. Dafür erst wieder ein bisschen Eisen. Eins in die Mitte. So, 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 so. Tin Gear. Zack, 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 zack. Das kommt da. Dann Glas in die Mitte. Dann haben wir dieses hübsche Dings. Ein Gold, zwei Redstone. Ich kann das Crafting-Dings halt auswendig. Einen leeren Eimer. Ich mache mal einfach mal 9. Weil mein Alter brauche ich halt irgendwie. Zwei Glas. Oh, wie das halt perfekt passt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2 Copper, Zahnräder. Glas, Glas. Eimer. Das. Und da haben wir eine Fluid-Transpose. Lol, das ging übelst schnell. Ich schließe den hier einfach mal an. Und jetzt muss ich hier irgendwie noch dieses Fluid-Zeug rauskriegen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich möchte bitte... Ah, ich habe genau einen Eimer von dem Zeug. Okay, das ist jetzt unten. Also, das ist jetzt genau hier drinne. Jetzt brauche ich diese Conduits, die Transfer Pipes. Immer diese vier. Das ist schlimm. Und muss jetzt irgendwie das Zeug da reinkriegen. Kommt das da rein? Ja, da kommt es rein. Okay, und wenn ich jetzt da den Eimer reinlege, dann habe ich jetzt, super, einen Eimer Blazing Jotium. Fragt euch jetzt, okay, das klingt zwar voll cool, aber was macht das? Was das macht? Etwas Saugeiles. Ich mache mir mal schnell noch ein paar Eimer. So. Und jetzt grabe ich hier drüben mal so ein paar Crucibles weg. Oh, ich dachte gerade, er ist verbrannt. Das wäre nicht so toll. Und zwar... Nein! Boah, wie ich da reingefallen bin. Okay. Nehme ich mir hier diese Lavaquelle weg. Und... Ihr seht jetzt... hier bei Lava steht da Melting Speed 2,0. Wenn ich jetzt hier ein Eimer Blazing... LOL! Verdammt! Wieso... Wie das Instant Eimer komplett durchbrennt. Und jetzt seht ihr Melting Speed 7. Das schmilzt jetzt... Oh, verdammt. Okay, das ist natürlich mega mies und gefährlich. Da werde ich mir noch was einfallen lassen zu... Denn das ist irgendwie voll wenig toll und so. Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal hier wieder das Teil hin tun. Das hier kann ich jetzt mal wieder abbauen. Den Fluid Transporter, den lasse ich einfach mal hier. Jetzt kann ich hier wieder diese Node hinbauen. Da, da, da. Melting Speed. Speed, sehr, sehr cool. Und jetzt haben wir unseren Melting Speed, also die Schmelzgeschwindigkeit, extrem erhöht. Einziges Problem ist, es kommt ständig Feuer. Ich guck mal, ob das hilft, wenn ich... Oh, sorry, wegen dem Nacken jetzt am Mikrofon. Ob das was hilft, wenn ich Blöcke hier hinbaue. Ich glaube, das könnte helfen. Okay, also funktioniert das jetzt hier soweit? Wir haben die... Schmelzgeschwindigkeit, also die Lavaproduktion, an einer Stelle verfünffacht. Ich werde mich jetzt weiter dran machen, dieses Prometum-Zeug zu machen. Dann muss ich unbedingt mal das Ding ausbauen, damit mir hier nicht die ganze Plattform einfach mal abbrennt. Ich werde jetzt einfach mal noch ein bisschen Netherrack gleich machen, hier so ein Stack Redstone oder sowas nehmen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich mehr von dem Sulfur habe. Bis dann. Ciao, ciao.